Wer, liebe Schwestern und Brüder, um alles in der Welt, wer ist Schebna und wer Eliakim? Diese kleine Begebenheit, die wir aus dem Propheten Jesaja hören im 22. Kapitel, ist das große Stichwort für heute. Da ist einer, der nichts taugt. Wir haben das gestern schon bedacht, wie anfällig Macht ist, wenn sie Menschen gegeben ist, wie anfällig politische Zusammenhänge oder die Politik als Ganzes ist, für Korruption, für Machtmissbrauch. Wir erleben das manchmal täglich. Und da wird der Prophet hingeschickt zu diesem Schebna, der sich aufspielt, als sei er schon was. Er hat sich ein tolles Grab gebaut, mein Gott. Er will halt nachher auch noch was sein. Er sorgt vor. Am Ende vergisst man ihn. Wäre doch schade drum. Er will ein schönes Grab haben, dass man sich an ihn erinnert. Aber der Prophet hat zu sagen, der Herr schleudert dich fort. Er drückt dich zusammen wie ein Knäuel und er wirft dich in ein anderes Land. Du bist nichts. Du denkst nur an dich. Du hast ein Amt, aber du wirst ihm nicht gerecht. Deshalb wird jener Schebna verworfen und Eliakim nimmt seine Stelle ein. Und ihm wird als Zeichen seiner neuen Macht, seines Amtes, seiner Verantwortung der Schlüssel des Hauses Davids auf die Schulter gelegt. Aus dieser kleinen Begebenheit, liebe Schwestern und Brüder, greift unser Ruf der Sehnsucht diese Szene auf, dieses Wort vom Schlüssel des Hauses Davids, wie die O-Antiphon heute heißt. O Schlüssel Davids. Wir sehen wiederum, wie dieses Wort in sich einen Überschuss trägt, der durch alle Zeiten geht. Wie dieses Wort darauf wartet, verstanden und aufgeschlossen zu werden. Selber nicht eingeschlossen zu sein in jener historischen kleinen Begebenheit. Ein kleiner Statthalter, der sich aufspielt. Und dann kommt ein neuer, der es hoffentlich besser macht, der seiner Verantwortung und seinem Amt gerecht wird. Aber damit ist das Wort des Propheten nicht erschöpft, weil es eben prophetisches Wort ist, weil es die Kraft hat, Neues zu zeugen, weil es ein Wort des Heiligen Geistes ist. Und so spricht es neu zu uns, die wir voll Sehnsucht auf den Heiland warten, auf den Retter, die wir den Advent halten. Und es hat neu gesprochen zu jenem Seher von Patmos in der Offenbarung. Da ist auch vom Schlüssel die Rede. Der, der den Tod besiegt hat, hat den Schlüssel zur Unterwelt, den Schlüssel zum Tod. Und als müsste es eine letzte Weiterführung geben, sagt ja unsere Antiphon nicht nur, dass Christus jenen Schlüssel hat. Unsere Antiphon spricht davon, dass Christus der Schlüssel ist. Und wenn wir in den Text hineinschauen, wird es ganz deutlich. Du öffnest und niemand kann schließen, du schließt und niemand kann öffnen. Komm und führe die Gefangenen aus dem Kerker, das Volk, das in Schatten sitzt und im Todestal. Es gibt einen Einschluss in sich selber des Menschen. Und es gibt dort keinen Ausgang. Wenn wir die Schrecken dieser Tage beobachten, Schrecken, der uns vielleicht näher rückt und damit mehr beschäftigt, wobei andere Länder, andere Menschen jeden Tag mit solchem Schrecken umgehen müssen und wir sozusagen aus unserer Komfortzone heraus das beobachten oder gar nicht zur Kenntnis nehmen, weil wir diese Komfortzone weiter haben wollen. Gleich wie. Aus uns selber heraus können wir nichts erschließen. Das menschliche Leben ohne den, der von außen kommt, der uns von außen aufschließt, der uns aus diesem Kerker befreit, was wir die Tage auch schon bedacht haben, dem Kerker der Vergeblichkeit, der Vergänglichkeit, des Todes, des Nichts, der Sinnlosigkeit.
Wir sehen das. Wir erleben es in diesen Tagen so drängend, manchmal bis in die Kirche hinein. Es läuft irgendwie alles und Gott spielt keine Rolle. Wir machen es aus uns selber heraus und stoßen doch nur, so sehr wir diesen Raum auszudehnen versuchen, irgendwann an Wände, ohne Fenster, ohne Türen, ohne Ausgang, ohne Licht. So ist das Leben, das menschliche Leben, das ich nur aus sich selber heraus verstehen will. Ein Leben, das sich in sich selber eingeschlossen hat und den ganzen Tag und die ganze Zeit nur um sich selber kreist. Es ist ein Gefängnis. Die Antiphon hat recht, es ist ein Kerker, ein Karzer. Umso dringlicher rufen wir heute nach dem, der wirklich nicht nur den Schlüssel hat, sondern der Schlüssel ist. Der wirklich unser Heiland ist, weil er unser Leben erschließt. Auch in den dunklen Stunden, in den schmerzvollen. Er ist immer der Schlüssel für alles, der Schlüssel zum Leben. O clavis David, et sceptrum domus Israel, qui aperis et nemo claudit, clonis et nemo aperit. Veni et docquintum de domo carceris, sedentem in tende pris, et umbra mortis. Meine Seele preist die Größe des Herrn,